Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Undercover-Folge Assassin's Creed Valhalla. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, wie immer natürlich. Dankeschön erstmal für das ganze Feedback, für den ganzen Support bis hierhin bei dem Projekt. Vielen Dank, dass ihr regelmäßig einschaltet, regelmäßig Support gebt. Vielen Dank dafür. Für mich ist jetzt tatsächlich eine Woche vergangen. Ja, ich habe echt so viel im Voraus aufgenommen, auch mit der neuen Xbox ja schon ein paar Folgen. Leider ist die erste Folge, habt ihr ja gesehen, ein bisschen am Ruckeln gewesen, aber danach hat sich das eigentlich ganz gut eingegroovt. Und dann kam ja schon die PlayStation 5 und da habe ich ja die meisten Spiele gerade in letzter Zeit als Projekt am Start und hatte bei Assassin's Creed so viel im Voraus aufgenommen. Naja, also eine Woche ist knapp vergangen jetzt. Jetzt zocke ich ein bisschen weiter hier, natürlich, wir beenden das Spiel, natürlich, ist ja klar. Und ihr könnt weiterhin gerne beim Gewinnspiel bei meinem Partner Instant Gaming mitmachen. Das läuft immer noch im November, im Dezember läuft natürlich dann direkt ein neues. Und wenn ihr günstig Games gut haben braucht, seid ihr dort sowieso an der richtigen Adresse. Kleiner Tipp nochmal von mir, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert endlich. Und der abonniert hat von euch, aktiviert die Glocke. Ja, bei den Massen an Videos, die ich hochlade seit jetzt fast drei Wochen, wie lange geht denn das schon mit mehr als drei Videos jeden Tag? What? Willst du mich verarschen, Alter? Willst du auf die Schnauze direkt? Aktiviert die Glocke und schaut jeden Tag am besten selber vorbei, denn normalerweise sollten bis zu drei Videos höchstens in die Abo-Box. Nicht mal das funktioniert und bei sechs, teilweise sieben Videos am Tag sowieso nicht. Also checkt das gerne weiter ab. Das Leuchtfeuer hat auch den letzten meiner Soldaten hergeführt. Bis morgen sind wir wieder zu Kräften gekommen und können die Stadt zurückerobern. Ich habe noch nicht mit Leaf, Birna und Galin darüber gesprochen. Was sie wohl von mir denken werden nach all meinen Fehltritten. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass du von jetzt an wieder eine gute Anführerin bist. Bei Thors Hammer bin ich froh, dass wir zusammen sind, trotz aller Rückschläge. Galen, du siehst angeschlagen aus. Trauere nicht um die Gefallenen. Sie werden in Valhall Lobgesänge auf dich singen, während sie auf uns warten. Danke, Jarlskonna. Leaf, kein Sturm bringt dich aus der Fassung. Schön, wieder hier zu sein, Soma. Wieder vereint. Du weißt, dir würde ich in jeden Sturm folgen, wenn du nach mir rufst. Birna. Ich bin froh, dass du noch lebst. Und ich bin froh, noch zu leben. Ich habe so viel verloren, aber ihr drei seid mir geblieben. Das macht mich zur glücklichsten Kriegerin in ganz Midgard. Und Eivor, du hast dich wahrhaftig bewährt. Hilf uns, die Stadt zurückzuerobern und du hast eine treue Verbündete in mir. Meine Klinge gehört dir. Für Grantabeuk. Heute Nacht ruhen wir. Kommen wieder zu Kräften. Und beim ersten Sonnenstrahl holen wir uns Grantabrück zurück. Verbringe die Nacht in unserem Lager. Nimm dir, was du brauchst. Auch ein Weibsstück, oder was? Ja, ihr habt ja mitbekommen, was die letzte Folge abging. Wir sind immer noch auf der Suche oder auf dem Wege, neue Verbündete zu finden. Und ich muss ehrlich sagen, so jetzt mit dem Vergleich mit der PlayStation 5 und allem drum und dran. Anscheinend sind mehr von Somas Soldaten im Leuchtfeuer ins Lager gefolgt. Galen, hab ich recht? Du hast recht. Und du bist Eivor, der unbändige Kämpfer. Genau, oder der ewige Krieger. Ein Beides. Glorreicher Name. Der krasse Vielen Dank. Du saßt in der Falle, als wir dich fanden. Durchaus. Die Sachsen haben mich blutend durch Sümpfe gejagt und direkt in die Arme von Banditen getrieben. Dann kamen die Wölfe. Für uns alle kommt irgendwann der eine Tag, an dem wir sterben. Die Frage ist nur, wie man diesem Tag begegnet. Ich kann stolz behaupten, dass ich bereit war. Ich freue mich jedenfalls, dass du noch atmest. Okay, er war bereit zu sterben. Gut. Was ich sagen wollte, jetzt im Vergleich auch zu PlayStation 5 und alles, auch zu dem ein oder anderen Spiel, Call of Duty, sag ich nur, hat Assassin's Creed auf der Xbox eine unfassbare, kurze Ladezeit. Alter Schwede, Junge. Also, Assassin's Creed Ladezeit ist, ich glaube, auf gleichem Niveau, wenn nicht teilweise sogar schneller, weil die Welt noch größer ist ja als bei Spider-Man, mit Spider-Man. Und Spider-Man ist optimiert für die Sony-Konsolen. Also krass, ehrlich gesagt, so von der Konsole her, ich hatte bisher weniger Probleme mit der Xbox als mit der PlayStation 5. Gerade mit Call of Duty auf der PlayStation 5. Call of Duty, was abgeschottete Level hat,
hat teilweise auf der PlayStation 5 35 Sekunden Ladezeit. 35 Sekunden, während, ja, das ist ja schon gesehen auf der neuen Xbox, Assassin's Creed ein riesiges Open-World-Spiel, 3 Sekunden oder so. Unfassbar. Es ist faszinierend, die neuen Konsolen. Ich habe auf jeden Fall mal Spaß. Ich meine, Assassin's Creed ist jetzt nicht das überragendste Optik-Game so, aber man sieht da, denke ich, schon den Unterschied, dass es ein bisschen knackiger ist. Aber ey, ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Soma sagte, dass du ihre Langschiffe gebaut hast. Das stimmt. Jedes hat einen spitzen Kiel, einen starken Mast und ein Gedicht in den Rumpf geritzt, um den Drenga zu preisen, der das Schiff führt. Jedes Langschiff trägt die Last des Schicksals. Nur ein paar Handbreit Holz liegen zwischen dir und deinem feuchten Grab. Es gibt wohl kaum einen besseren Ort für Poesie, nicht wahr? Stimmt. Es ist gut, an deiner Seite zu kämpfen, Leaf. Das kann ich nur zurückgeben. Danke, dass du mich und meine Krieger aus dem Moor gezogen hast. Gerne doch, gerne doch. Achso, nee, warte mal, das ist sie. Reden wir nochmal ganz kurz mit der Frau hier. Wie hieß sie nochmal? Schon wieder vergessen. Du bist Birna. Birne, du bist Birne, Eivor, genau. Sonnenschein. Du bist durch den Nebel gebrochen wie Feuer durch Eis. Du bist gut aufgelegt, trotz allem, was war. Dem Überfall, eure Flucht. Im Augenblick schon, aber... Ah, da. Hast du es gemerkt? Der Augenblick ist vorbei. Jetzt können wir den nächsten genießen. Was für ein Geschenk. Schön, dich an unserer Seite zu wissen, Birna. Ich mag dich, Eivor. Reich mir die Hand oder fall mir in den Rücken. Aber so wie du aussiehst, wäre mir beides recht. Warum können nicht mal gut aussehende Frauen auf uns stehen? Ich meine, Eivor... Ja, ist okay, so vom Aussehen her, ne? Ein neuer kein Ezio, Tag oder? Mit frischem Wind. Bist du bereit für den Kampf, der vor uns liegt? Holen wir uns die Stadt zurück. Das wollte ich hören. Triff mich am Westtor von Grantabrück. Dort sammeln wir uns. Hi, wie er uns winkt. Pass auf, dass du keinen Gefallen daran findest, anderen zu gehorchen als deinem Jarl zu Hause. Ich kämpfe für Sigurd, niemanden sonst. Solange du auf diesem Schiff bist, kämpfst du für mich. Und um Soma für uns zu gewinnen, kämpfen wir für sie. Du brauchst gar nicht deine Augen so zusammenkneifen. Auftrag von Sigurd, dem du ja angeblich folgst, oder, Brudi? Aufgepasst hier, nicht frech gerannt? Werden. Verschwinden wir von hier. Ja, Mann. Setzt die Segel, Jungs und Mädels. Ach ja. Ey, wie gesagt, ich bin gespannt, was uns nächstes Jahr so erwartet. Ich habe auch gelesen, Freunde, dass Assassin's Creed Valhalla von den Verkaufszahlen her den besten Start der gesamten Reihe hat. Und das ist krass. Ich meine, es ist einer der wenigen guten Games auf den neuen Konsolen so zum Start, die relativ zum Zeitfenster der neuen Konsole kommen, meine ich jetzt. Ja, wir haben schon einige coole Games, aber jetzt auch nicht so die Masse. Gerade nicht auf der Xbox haben wir halt nur Third-Person-Spiele. Habt ihr bestimmt mitbekommen, dass es nicht einen einzigen Exklusivtitel gibt. Dementsprechend kann man das schon verstehen, dass das ein sehr erfolgreicher Start hat. Allgemein, obwohl dieses Jahr so viel Krise ist, ja, habt ihr bestimmt mitbekommen, ja, läuft ja leider schon seit ein paar Monaten und die nächsten Monate wird es wahrscheinlich auch nicht besser. Anderes Thema. Ist gerade so Online-Boom, so Online-Geschäfte und Games und so weiter, die haben extremst davon profitiert, außer stürmt bloß, wenn zum Beispiel keinen Augenblick früher. Marvels Avengers, das hat nicht davon profitiert. Ich rede mit ihm. Er wird mein Friedensangebot abweisen und unsere Unterhaltung wird ein überraschendes Ende finden. Aber so ansonsten haben sich viele Spiele extremst gut verkauft, ja. Auch in Ghost of Tsushima zum Beispiel hat sich extremst krass verkauft für Sony. Dementsprechend war das vielleicht, ich weiß nicht, obwohl es doch schon ein bisschen unerwartet, dass es echt den krassesten Start hat, Valhalla. Da es sich ja jetzt nicht super groß unterscheidet zu Odyssey und Origins, vom Gameplay her meine ich jetzt. Obwohl ich es bisher Siegmund, schon cooler finde. Du ehrloser Dieb! Ich weiß, dass du da bist! Gib mir Grantabrück zurück, Siegmund! Es müssen nicht noch mehr sterben! Regeln wir das unter uns, von Herrscherin zu Herrscher! Worüber sollte ich mit dir reden? Du hast nichts anzubieten. Ich bin vom rechten Blut. Du bist nur eine dreckige Heidin aus der Achsel eines Riesen entsprungen. Ich habe diese Stadt erbaut. Von einer Lehmhütte zur blühenden Hafenstadt. Wir wissen beide, dass dir ohne meine Hilfe ihr Reichtum zwischen den Fingern zerrinnen wird. Hinfort!
Geht und verreckt im Dreck, wo ihr hingehört, ihr Heiden! Wiegmund! Wiegmund! Ein letzter Versuch noch. Gib Grantabrück auf! Wenn du die Stadt mir überlässt, lasse ich dich vielleicht am Leben. Ha! Grantabrück gehört mir! Ich habe ihr das Sagen! Und ich werde euch von diesem Land schaben wie den Eiter von einer schmerenden Wunde! Lass mich dir einen Rat geben, alter Bär! Eine eiternde Wunde reinigt man nicht mit einer Klinge, sondern mit Feuer! Und spektakuläre Explosion? Aber egal. Dafür ist keine Zeit. Wir müssen die Stadt befreien. Zeit ist um. Wie war nochmal ausweichen, Alter? Eine Woche Pause? Das ist zu viel, Alter. Gerade wenn man gefühlt 10 Games gleichzeitig spielt. Bam, Junge! So. Einer hier. Jawohl. Ey, das ist mein Kill, weg da! Kommt von der anderen Seite! Alles klar, hast recht. Scheiße, ich kann hier auch alle looten, Alter. Ich bin bei dir. Stellt er sich tot oder was? Was war das denn jetzt? Versucht es doch! Da. Gut gemacht. Bam, Junge! Boah, diese blauen... Alter, diese blauen Quadrate und die blauen Pfeile, die sind verwirrend, Alter. Im Gefecht kann es schon mal ähnlich aussehen. Gesehen, seit wir die Mauern durchbrochen haben. Auf zum Langhaus. Dort finden wir ihn sicher. Alles klar. Einer jetzt. Sachsen, der noch du warst das! Mach mal auf hier. Alles klar, Mann. Keine Gefangenen. Keine Gnade. Er fliegt! Er kann fliegen! Verbrennt ihn! So. Das Gute ist, wenn man so viele Games gleichzeitig zockt, dass wenn sich ein Assassin's Creed an der Schlagsteuer von einem Souls-Spiel orientiert, dass man wenigstens die Schlagkräfte immer gleich hat. Das ist ein Vorteil. So, ich helfe euch mal eben, weil ihr es ja anscheinend nicht alleine hinbekommt mit meinem Riesenschwert hier. Morgen geglättet. Weiter. Den Rest hier werde ich schon schaffen. Ja. Du bist schon so gut wie tot. Mit wem redest du? Hier ist sogar keiner in der Nähe. Gib auf, du Nachgeburt! Was, Alter? Du bist erledigt. Schön. Komm her. Du bist tot. Wahrscheinlich. Ey, wie viele Leute haben das schon zu mir gesagt, Alter, die letzten Tage? In den ganzen Games. Und am Ende war ich immer siegreich, wa? Boah, ist schon geil mit dem Schwert, Alter. Kommt ziemlich wuchtig rüber. Und du kannst dich nicht ewig verstecken. Komm und stell dich deinem Ende. Komm raus, du Loser. Heidnische Aale. Wiegmund ist weg. Er ist weg. Perfekt, Alter. Oh, lass mich doch ausweichen. Jeder, der für Wiegmund kämpft, wird sterben. Holy shit. Du bist zerschmettert. Gerade den Knopf gesucht, wo man sich heilt, Alter. Noch lebe ich ja. Komm schon. Na, gefällt dir das, Großer? Bam! Gut gemacht. Du hast gelernt von mir. Zu mir. Alter, was macht der da, ey? Na, komm her. Wiegmund ist nirgends zu sehen.
Vielleicht versteckt er sich innerhalb der Stadtmauern. Sollen wir ihn suchen? Nein, er ist fort, glaub mir. Dieses feige Schwein. Doch wir haben uns heute gut geschlagen. Komm mit mir. Ich möchte, dass du das Kriegshorn ertönen lässt, um unseren Sieg zu verkünden. Lass den ganzen Schier wissen, dass wir Grantabrück zurückerobert haben. Der Klang des Horns steht für Beute, Wohlstand und langes Leben. Wieso ich? Wieso nicht? Du warst der Grundpfeiler dieses Angriffs. Du hast das Blatt gewendet. Möge der Wind aus deiner Lunge meiner Stadt wieder Leben einhauchen. Hey, ich mag sie, ey. Die weiß, was sich gehört. Los, blast es, Horn. Komm, blast es. Jawohl, geil, das gefällt uns doch. Die Jungs jubeln, die Mädels auch. Jo, Evo! Ach ja, schön, schön. Schön. Was ich aber immer noch sagen muss war, und das liegt glaube ich am Spiel an sich, also was heißt glaube ich, das liegt am Spiel, diese Schwarzwerte vom Spiel, ist das so, das sieht so komisch aus, ich weiß gar nicht, wie das in den Videos aussieht, muss ich mir auch immer mal reinziehen. Seht euch alle an! Krieger! Stattlich! Gut aussehend! Blutgetränkt! Ah! Grantabrück gehört endlich wieder uns! Und morgen treten wir die letzten von Wiegmunds Feuerchen aus. Doch heute Nacht, feiern wir wie die Götter. Bei meinem Clan gibt es die besten Feste, oder? Hast du dich gut amüsiert? Ich schon. Aber hast du auch gefeiert oder getrauert? Du schienst hin und her gerissen. In der Nacht des Überfalls hörte ich Kampfgeräusche aus dem Langhaus. Kurz darauf wimmelte es in der ganzen Stadt von Sachsen. Also befahl ich den Rückzug. Alle sterben eines Tages, aber nicht so. Nicht an diesem Tag. Das habe ich schon mal gehört, dass die Sachsen plötzlich aus dem Schatten aufgetaucht sind. In meiner ganzen Zeit in Grantabrück war dieser Tunnel mein verschwiegenstes Vorhaben. Das bestgehütete Geheimnis der Stadt. Jetzt wissen 100 oder mehr Sachsen darüber Bescheid. Die einzigen, die von diesem Tunnel wussten, waren ich und die drei aus meinem engsten Kreis. Du meinst, du wurdest hintergangen? Ich weiß es sicher. Von wem? Das ist die Frage. Entweder Leaf, Galin oder Birna. Ich kann es nicht sagen. Doch sie waren es, die mir halfen, heimlich diesen Tunnel zu graben. Ich setze auf deinen Verstand. Du bist neu und hast einen frischen Blick. Ich könnte deine Augen und Ohren gebrauchen. Ich versprach dir, bei der Rückeroberung der Stadt zu helfen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Danke. Ich habe Galin, Leaf und Birna entsandt, um die restlichen Pfeiler von Wiegmunds Macht im Schier zu vernichten. Triff dich mit ihnen, plündere mit ihnen, lerne sie kennen, so gut es geht, und finde heraus, wer mich betrogen hat. Ich werde tun, was ich kann, aber du kennst deine Krieger weit besser als ich. Unter uns, Eivor, mein Herz ist betrübt. Ich liebe diese drei, als wären wir Geschwister. Ich brauche ein unparteiisches Urteil. Ich brauche dich, Eivor. Ich bin da. Danke. Bitte sieh dich nach Belieben um. Durchsuche die Stadt und den Tunnel. Und hier ein Geschenk dafür, dass du Grantabrück mit uns zurückerobert hast. Das ist eins der letzten Andenken meiner Blutsfamilie. Was haben wir denn bekommen, Schönes?
letzte Nacht wurde zünftig gefeiert. Es wurde genauso viel Ale verschüttet wie getrunken. Wir erzählten uns die Geschichten der Schlacht, wie wir sie erlebt hatten, und lachten über Wigmund und die Tölpel, die er seinen Herrn nannte. Stolz kam in mir auf, Freude, Erleichterung. Für einen Moment dachte ich, wir wären nie fort gewesen. Der Geruch des Langhauses, das Knistern des Feuers, alles stimmte. Doch dann stimmte es nicht mehr. Mein Lächeln verschwand und ich wusste wieder an Blut denken. Ein Verräter ist unter uns. Jemand half Wigmund, aus der Stadt zu fliehen. Jemand, der diesen Krieg ausdehnen will, statt ihn zu beenden. Es wird kein Entrinnen geben. Wer Wigmund im Leben gefolgt ist, soll ihm auch in den Tod folgen. Anheuern? Eine ruhige Hand auf See oder in der Schlacht? Dann wähle mich. Wenn es soweit ist, werde ich bereitstehen. Ja, ist das so? Also, wie viel Quest habe ich denn jetzt angenommen? Was habe ich denn von ihr bekommen jetzt? Habe ich irgendwas übersehen jetzt? Das Bloodwolf-Schild oder was? Chance, dass sich deine Waffe durch Parieren entzündet. Alter, what? Aber gut, wir haben ein Doppelschwert jetzt. Doppelhänder. Ansonsten wäre das gar nicht mal so schlecht gewesen, wenn ich den blocke, Alter. Pariere, meine ich, dann... Handwechsel ist immer noch nicht so sinnvoll, oder? Betäuben. Lebensenergie, immer gut. Lebensenergie, immer gut. Da kommt Schaden, immer gut. Welche Quests haben wir denn jetzt am Laufen, Alter? Ich blick gar nicht mehr durch jetzt hier. Das Lied von Soma. Eivor hat zugestimmt, okay. Nee, das ist das. Die Siedlung ist denn zu Hause? Wikinger, Räder braucht Hilfe, oder? Ja. What? Was? Warte mal. Räder braucht Hilfe. Achso, okay, ich dachte schon. Ich habe nur erledige 10 Aufträge und dachte, es geht los hier, oder was? Ja, gut, dann. Machen wir das aber. Klug von Soma, diesen Tunnel zu bauen. Das haben die in der damaligen Zeit zu viert gebaut. So ein Tunnel. Wie viele Jahrzehnte soll das gedauert haben, vielleicht? Hat's irgendwer das noch? Oder? Das haben die gebaut, ja? Okay, gut, alles klar. Weg mit dir, Schlange. Sag mal, habe ich jetzt irgendwas übersehen oder so? 150 Meter? Habe ich jetzt hier irgendwas im Tunnel übersehen? Das war der ganze Tunnel jetzt, oder was? Hat sie nicht gesagt, ich soll mich im Tunnel umsehen? Naja. Ein gemaltes Kreuz. Ah. Dieser Tunnel führt in das Langhaus. Der Verräter hat den Eingang mit einem gelben Kreuz markiert und dann die Angreifer eingeschleust. Hier muss der Verräter mit ein paar anderen herausgekommen und in Richtung Flussufer gelaufen sein. Muss ich jetzt weiter rauslaufen? Eine Spur gelber Farbspritzer. Okay. Okay, okay. Kusch, bleib meiner Burg fern und meiner Brut, meinen süßen Katzenkindern. Kusch, du aller Zähne. Hä? Hä? Ja, mit dem Schlüssel. Ah, scheiß auf. Machen wir später vielleicht. Erstmal weiter hier mit der Mission. Verdammte, verfluchte, elende Ratten! Schweres Los, alter Mann? Diese Ratten! Ich habe alles versucht. Lauge vergossen, Heuschrecken geerntet, Kinder angeheuert, um sie zu fangen. Ich brauche ein ganzes Heer von Wundern. Die sind lästig und haben deine Ernte zerstört. Die Götter können Ratten nichts anhaben. Ha! Ihr Heiden und eure Götter! Ich will nur ein Feld ohne Ratten, um die guten Menschen im Schier zu ernähren. Du brauchst ihre natürlichen Feinde, um sie im Zaum zu halten. Hinfort, ihr Ratten! Soll ich für den jetzt Katzen fangen, oder was? Nee. Meine
Können wir auch später machen vielleicht. Warte mal. Hier gibt's einen Schatz. Natürlich. Ist das etwa auch für das hier? Ey, das ist wirklich, ja, also es ist ja gefühlt hinter jedem Schatz, hinter jedem Sammelobjekt, was du einsammeln kannst, ist irgendwie immer so ein kleines Mini-Rätsel oder irgendwie eine Herausforderung, wie du da rankommst. Jemand hat das ist ein bisschen viel, Karte ehrlich gesagt, muss ich ehrlich sagen. Manchmal nervt es auch. Wie jetzt zum Beispiel, man will es einfach mal mitnehmen. Bemalt. Dann segelten sie los, mit Verbündeten als Besatzung. Okay. Alter, was macht er denn da? Tiefflug oder was? Ah, da drüben. Aber was machst du denn, Eivor? Lauf doch einfach wie ein normaler Mensch. Ist es das oder was? Oder wohin geht die Spur jetzt? Den Weg hätte man aber auch schwimmen können, wa? So. Ruhe plündern. Was ich auch ehrlich sagen muss, was ich auch bisher schade finde bei dem Game, ist, dass kaum nützlicher Loot in den Kisten ist. Du findest voll wenige Waffen, du findest absolut gar keine Kleidung, so. Finde ich extrem schade. Das muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir bisher nicht. Das hätte ich mir gewünscht, dass es noch mehr in Richtung Dinges geht. Rollenspiel. Sag mal, habe ich jetzt verpasst, wo ich jetzt hin muss, Alter? Ich hab die Spur verloren irgendwie. Ja. Egal, wir können ja aber trotzdem erstmal aufhören und dann beim nächsten Mal können wir dann das Ganze mit den Verbündeten machen und mit denen mal eine Runde labern. Also, ja, danke erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Seid auf jeden Fall am Start. Würde mich freuen. Und natürlich auch, wenn ihr das Ganze weiterhin bewerten würdet. Vielen Dank dafür. Haut rein und tschüss.